begrüßen Sie mit mir einen Gast, der aus sehr weit weg hergekommen ist. Für Sie, den Zuhörern und den Zuschauern hier im Saal, begrüße mit mir und einen kräftigen Applaus Herrn Karl Dietz! Könnt ihr irgendwann mal zurückmachen? Wir müssen das nochmal neu aufnehmen für die Kamera. Begrüße mit mir und einen tobenden Applaus Karl Dietz! Besonders gut nicht zu sehen ist. Ja, nun muss man ja den Zuschauern hier im Saal, den Zuhörern erklären, dass das Fotomaterial ja doch stellenweise recht unscharf ist. Richtig. Was sicherlich den schwierigen Aufnahmebedingungen geschuldet ist, unter denen es entstanden ist. Exakt. Man deshalb aber nicht unbedingt sagen kann, dass man da auch keinen Yeti erkennen könnte. Hier zum Beispiel. Zeigen Sie mal her, nicht, dass ich jetzt hier die falschen Fotos eingepackt habe. Ja, ich meine, hier am Rand, ich meine, so stellt man sich doch einen Yeti vor. Das ja. Könnte auch ein Yeti sein, ne? Ja, also, könnte, ne? Könnte aber auch jedes andere Tier sein, ne? Ja. Welches denn? Ja, ja, ein Mulchhüpfer. Oder eine Bergkopie. Hat was von einer Bergkopie? Eine Laufmorchel. Kopftölpel. Erinnert mich auch ein bisschen an einen Schleiertroll. Ja, ja. In dessen Nähe sich ja hier die kleinen roten Kniekehlchen befinden. Richtig, richtig. Und wo man auch wunderschön dieses unscheinbare Huftier erkennt. Ein Huflattich, ne? Im Volksmund auch besser bekannt als Springbock. Richtig, richtig. Oder Standpauke. Aber im Endeffekt wird sich bei dieser Spezies hier wohl doch eher um einen Schmalzflügler handeln. Man sieht hier sehr schön, sehr typisch, wie das Tier seine Schnäbse aufplustert, um die Erbelin zu umwerben. Das ist hier sehr schön, sehr typisch zu sehen. Ja, nun muss man ja aber sagen, Herr Dietz, dass der Kurax Mortadella, also der Malzflügler, als Homo zwittriger, also subsexueller Laubblüter, ja, eigentlich gar kein Grundverhalten hat. Ja. Richtig. Exakt, selbst so. Also er hat kein Grundverhalten, aber wenn er eins hätte, dann wäre das auf diesem Foto sehr schön, sehr... Also, was ich noch sagen wollte, um mal auf den Eingangsgrund zurückzukommen. Wenn jemand Fotos hat, auf denen keine Yetis zu sehen sind, oder keine Yetis zu sehen sein könnten, dann kann er sich jederzeit an mich wenden. Ich habe an diesem Material immer Interesse. Ich habe eigentlich generell an allem Interesse, was nichts mit Yetis zu tun hat. Ja, die Zeit ist doch wie immer knapp. Herr Kalditz, schön, dass Sie da waren. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, den Zuschauern hier im Zuschauersaal und an den Hörern natürlich. Schalten Sie das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt Forum Forschung. Dankeschön.